Schwung weiter mit Sport. Wer glaubt, die Fasnachtsgaudi sei am Aschermittwoch vorbei, der irrt. Eindeutig waren es Phasebootse, die heute in der Ellipse in Illingen zugange waren. Beim 15. Dance- und Show-Festival des Landesverbandes für Garde- und karnevalistischen Tanzsport. Martin Brinkmann war mit der Kamera dort. Garde- und Showtanz, das ist kein Spaß, der sich auf die Faschingssession beschränkt. Das ist echter Sport. Da müssen die Aktiven das ganze Jahr über trainieren. Da muss man echt fit sein. Und natürlich ist es nicht ganz einfach, die Choreografie einzuüben. Das braucht Zeit und Engagement, damit es spätestens am 11.11. auch perfekt klappt. Und damit es zwischendurch die Möglichkeit zum Leistungsvergleich und zur Bestätigung gibt, gehen die Vereine zu Festivals wie diesem in Illingen. Neben den Gruppen treten auch Solisten und Paare auf. So wie hier Denise und Sebastian aus Trier, die schon bei deutschen und internationalen Turnieren am Start waren. Für alle ist es wichtig, wie ihre Leistungen von einer kritischen Jury gesehen werden. Kriterien sind ähnlich wie im Bunddeutscher Karneval. Es wird das Kostüm bewertet, es kommt ein Aufmarsch hinzu, es wird die Musik bewertet, was getanzt wird. Es gibt ja einzelne Themen, denn Schautänze haben Themen und das haben Sie ja eben selbst gesehen, welche Themen überhaupt hier kommen, alle. Es ist ja alles erlaubt und wir sehen sehr schöne Tänze. So zum Beispiel der Beles aus Ludweiler. Ihr Thema ist das tägliche Obst. Für diesen Tanz bekamen sie in der Gruppe der Jugendgarden besonders viel Applaus. Ebenfalls gekonnt die Darbietung von Alle Hopp aus Spiesen. Eine faszinierende Mischung aus Einzel- und Gruppenleistung. Da kann die nächste Session mit zahlreichen Auftritten ja kommen.